Zusammen gestern Nacht bzw. heute Nacht angekündigt, stelle ich euch kurz die neueste Carbon-ROM vor, die einmal mit Double Tap to Sleep und Double Tap to Wake daherkommt. Hier der Entsperr-Hintergrund mit einem Notification Panel, der euch die aktuellsten Benachrichtigungen hier zum Herausziehen anzeigt. Ebenso der Pocket-Modus praktisch, wenn ihr dieses Handy aus der Tasche zieht, wird der Bildschirm kurz angezeigt. Hier dieses Entsperr-Icon habe ich selber über die Einstellungen festgelegt. Zeige ich euch jetzt etwas näher. Benutze den Nova Launcher Prime in der Version 3.0, wenn mich nicht alles täuscht. Icon Pack nennt sich Kraken. Benutze hier ein Thema, das ich über den Theme Chooser gewählt habe, über den neuen des Cyanogen Mod 11, der hier mit verbaut ist und wunderbar funktioniert, nennt sich Creator UI. Ist alles ein bisschen in so einem sachten, grünlichen Ton gehalten. Das ist die Benachrichtigungsleiste und die Schnelleinstellungsleiste. Hier komme ich über den Button Einstellungen eben in die Einstellungen. Hier unten im Grunde genommen alles gleich. Der wichtige Teil ist hier oben eben. Ihr habt hier einmal die Themen, die ihr auswählen könnt. Die gibt es im Play Store runterzuladen, meistens gegen einen kleinen Obolus, der aber nicht wirklich ins Gewicht fällt. Gibt sehr schöne Sachen hier. Ich habe zum Beispiel Sub-Zero, Blue Moon, Dark UI und Creator UI. Das sind so meine Favoriten bisher. Die ändern alles Mögliche. Ihr seht hier die Stile, die Icons, die Texte, die Text. Die Schriftarten, Entschuldigung, eventuell sogar Boot-Animationen und den Sound von eurem Handy. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, über den Punkt Performance ein paar Sachen einzustellen, euren Kernel betreffend eben, euer ROM betreffend, wann was zugeschaltet, wird, wie was läuft. Ihr habt hier die Möglichkeit, eben Dark Carbon an- und auszuschalten, betrifft einige Apps, beziehungsweise normalerweise hier diesen Hintergrund, der aber jetzt über das Thema Creator UI geändert wurde. In den Carbon Fibers habt ihr mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Einmal hier über die Buttons könnt ihr gewisse Aktionen für die Hardware Keys festlegen. In den Tunables habt ihr die Möglichkeit, die Intensität der Vibration eures Handys anzupassen. Unter dem Punkt Interface habt ihr die Möglichkeit, unter anderem die Ausschaltanimation eures Handys zu wählen. Zum Beispiel jetzt ist Collapse horizontal eingestellt, Entschuldigung. Ich könnte jetzt einfach mal Scale Down nehmen, tippe hier zweimal auf die Statusleiste und dann sieht das also so aus. Gut, wer es mag. List View Animation könntet ihr hier festlegen. Expanded Desktop, wie er sich verhalten soll praktisch, ob die Statusbar sichtbar bleibt oder auch verborgen wird. Ihr habt hier den Battery Saver Mod. Mode, Entschuldigung, damit könnt ihr zu bestimmten Zeiten ein Verhalten eures Handys festlegen. Ist ganz praktisch, um Batterie zu sparen. Ich mache das meistens manuell. Hier gäbe es die Möglichkeit, das voreingestellt zu übernehmen. Die Verlaufsanzeige hier könnt ihr festlegen, wie ihr das möchtet. Ich ändere die einfach mal kurz, wie das gemeint ist praktisch. Moment, nehmen wir gelb. Gelb ist immer super, gelb. Gelb-schwarz ist hervorragend. Ihr seht, hier oben werden jetzt die Farben so nach und nach übernommen. Ich könnte hier noch Mirror-Mode festlegen oder Reverse. So sieht es aus, als hätte ich zwei kleine Zahnräder, die gegeneinander laufen, sich voneinander entfernen. Genau. Hier habt ihr die Toast-Animation. Damit könnt ihr festlegen, wie dieses kleine Fenster hier unten eingeblendet wird. Nur, ja. Ist ganz nett gemacht. Wie gesagt, kann man sich entscheiden, wie man es haben möchte. Hier habt ihr die Einstellungsmöglichkeiten für die kürzlich geöffneten Apps. Hier könnt ihr zum Beispiel einen RAM-Circle festlegen oder einen Clear-All-Button. In meinem Fall habe ich hier oben so einen kleinen Kreis, der mir den verfügbaren RAM anzeigt. Und hier unten habe ich die Möglichkeit, die Fenster zu schließen. Das war es hier in dem Bereich schon. Dann haben wir die Lockscreen-Einstellungen, die sind jetzt etwas umfangreicher. Einmal die Möglichkeit, Active Display zu aktivieren. Ich habe das jetzt nicht aktiviert, weil ich mir im Play Store die Peak-App geholt habe, also Paranoid Androids Peak, die mich über laufende Benachrichtigungen
in Kenntnis setzt. Finde ich hervorragend, kostet 2,99 €, ist kein großes Drama, finde ich, die zu kaufen. Besonders ihr unterstützt einmal die Entwickler und zum anderen ist es einfach eine wirklich, wirklich gute App. Ich kann die nur empfehlen. Ist nicht meine App, also nicht, dass ihr denkt, ich bewerbe die jetzt, weil es meine ist. Hier in den Grundeinstellungen habt ihr die Möglichkeit, den Batteriestatus im Lockscreen anzeigen zu lassen, das Hintergrundbild zu ändern, hier auf 8 App-Ziele zu erweitern, wenn ihr auf den Entsperrring drückt. Ihr habt die Möglichkeit, hier Shortcuts einzufügen, also bestimmte Apps oder bestimmtes Verhalten oder ein Album oder eine Direktwahl, wenn ihr jemanden ständig anruft oder so. Könnt ihr das auf dem Hauptbildschirm mit festlegen? Durch ein langes Drücken auf dieses Symbol wird dann die entsprechende App eben gestartet. Ihr könnt hier auch einen Blur-Effekt eingeben. Ihr könnt angeben, dass ihr durch ein Doppeltippen und Halten auf das Entsperr-Icon die Taschenlampe zum Beispiel aktiviert. Ihr könnt hier über den Theme-Style ein eigenes Icon angeben, das Carbon-Icon wählen oder das Standard-Android-Icon benutzen. Ihr könnt die Farben für sämtliche Dinge ändern. Ebenfalls könnt ihr hier das Clock-Widget ändern, Uhrzeit, Alarm, Wetter und die Kalenderanzeige. Hier habt ihr unter Notifications die Möglichkeit, die Lockscreen-Benachrichtigung einzuschalten oder auszuschalten. Hier könnt ihr sie den Hintergrund dafür wählen, ob der Bildschirm angeschaltet werden soll, wenn ihr das Handy aus der Tasche zieht, welche Apps euch angezeigt werden sollen und so weiter und so fort. Und hier hätte ich eben die Möglichkeit, die Apps auf dem Entsperrkreis praktisch auszuwählen. Ja, ich habe da meistens eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nichts drauf. Nächster Punkt ist die Navigationsleiste, die ihr einstellen könnt. Ich habe die standardmäßig immer ausgeschaltet eigentlich, benutze lieber die Pi Control, aber hier hättet ihr die Möglichkeit, verschiedene Buttons und ähnliches anzulegen, beziehungsweise das Verhalten zu definieren, wann sie sichtbar sein soll und wann nicht. Na, da kommen wir gleich zu. Wie gesagt, ich benutze die Pi Control. Hier habt ihr einmal die Möglichkeit, Buttons hinzuzufügen, beziehungsweise die eigentlichen Buttons hier auch zu ändern, wie ihr das möchtet. Und ihr habt die Möglichkeit, einen zweiten Layer dazu hinzuzufügen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier den Grundlayer und da habe ich meinen zweiten Layer drüber. Finde ich sehr praktisch. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Apps hinzuzufügen und auch die Buttons dafür zu ändern. Unter Style and Dimension könnt ihr das Aussehen, sage ich mal, der Pi Control beeinflussen, eben hat die eine Hintergrundtransparenz, wie soll die Schriftart sein, sollte es gespiegelt werden, wenn ich das Handy in die Horizontale bewege und so weiter. Trigger-Option beinhaltet schlicht und ergreifend nur, auf welcher Seite mir diese Pi Control angezeigt wird. Ich könnte die jetzt zum Beispiel auch hier runterschieben oder darüber, je nachdem, wo ich es denn lieber hätte. Ich habe sie gerne am rechten Bildrand, weil ich meistens am linken Bildrand sowas wie eine App-Bar oder ein App Circle Launcher benutze oder irgendwas in der Art. Momentan aber noch keinen eingestellt, weil ehrlich gesagt, mit der Carbon ROM brauche ich ihn gerade gar nicht. Eben schon im Power-Menü rumgeklickt. Hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Aktionen zu definieren, die ihr beim Drücken des Ausschaltknopfes angezeigt bekommt. In meinem Fall sieht das Ganze dann so aus. Reboot hat eben die Option, ganz normal neu zu starten, in den Recovery-Modus zu starten, beziehungsweise in den Bootloader-Modus zu booten. Ebenfalls habe ich hier unten eben die Möglichkeit, meine Navigationsbar ein- und auszuschalten oder den erweiterten Desktop. Hat für mich den Charme, sollte die Pi-Controller aus irgendeinem Grund mal nicht funktionieren, weil ich irgendeinen Mist auf dem Handy gemacht habe, habe ich wenigstens die Möglichkeit, über diesen Punkt meine Navigationsleiste noch aufzurufen. Das war ein langer Satz ohne Punkt und Komma. Ich hoffe trotzdem, dass ihr verstanden habt, was ich meine. Hier könnte ich eben dann noch die Farben anpassen. So, hatten wir doch gerade. Statusbar. Nächster große Punkt. Hier könnt ihr die Batterie einstellen, wie ihr sie denn haben wollt. Ich habe momentan einen Kreis mit kleinen Punkten ausgewählt, weil es süß aussieht und zu dem Design des Handys passt. Nein, Quatsch. Also ich mag diese Batterieanzeige sehr gerne. Meine Alternative ist immer gerade von dem Exposed-Modul X-Blast Tools die Kuchenanzeige. Nachdem ich aber so viele Einstellungsmöglichkeiten habe hier bei der Carbon ROM und die so hervorragend läuft, habe ich kein Exposed-Modul installiert. Weiß noch nicht, ob ich es ausprobiere, im Augenblick einfach nicht verlöten. Hier habt ihr unter Clock die Möglichkeit, die Uhr eben zu definieren. Wo wollt ihr sie haben? Wie soll sie aussehen? Ich habe sie jetzt zentriert mit Datumsangabe.
Hier habt ihr die Möglichkeit, gewisse Sachen der Statusleiste zu definieren, also zum Beispiel die Farbe Double Tap to Sleep. In meinem Fall habe ich das aktiviert. Wenn ich zweimal auf die Statusleiste tippe, geht sie aus. Durch zweimal Tippen auf den Bildschirm geht das Handy wieder an. So komme ich schnell rein und raus, ohne ständig den Power-Knopf benutzen zu müssen. Ich habe die Möglichkeit, hier über die Statusbar zu sliden, um die Helligkeit einzustellen. Kann mir die Netzwerkgeschwindigkeit eben anzeigen lassen und ähnliches. Im Notification Drawer habe ich die Möglichkeit, den Stil meiner Benachrichtigung auszuwählen. Will ich, dass da im Hintergrund, dass die Benachrichtigungen im Hintergrund haben oder dass die durchsichtig sind? Der Hintergrund an sich, welches Bild füge ich da ein? Will ich überhaupt da ein Bild haben? Will ich es durchsichtig haben? Das kann ich hier einstellen. In den Schnelleinstellungen habe ich eben die Möglichkeit, einmal den Stil zu verändern. Wie sehen die Kacheln aus? Haben sie einen Hintergrund? Wie viele Kacheln möchte ich pro Reihe haben? Ich habe es mal kurz umgestellt auf 4, sieht dann eben so aus. Das könnt ihr ändern, wie ihr lustig seid. In dem Fall mit 3 fahre ich besser. Ich bin halt doch schon etwas älter und sehe nicht mehr ganz so gut. Zudem habt ihr die Möglichkeit, hier die Kacheln eben überhaupt zu definieren, welche ihr alle haben wollt. Da gibt es eine ganze Menge Kacheln, die ihr da hinzufügen könnt, je nach euren Bedürfnissen. So. Hier könnt ihr zum Beispiel eingeben, wenn ihr eine Kachel anklickt, dass die so eine Flip-Animation hat. Nehmen wir einfach mal hier diese Taschenlampe. Ihr seht, diese Kachel flippt so kurz einmal rum. Hier könnt ihr euch zusätzlich auch noch anzeigen lassen, welche dynamischen Anzeigen wollt ihr denn eigentlich haben. Zum Beispiel soll die Alarmuhr angezeigt werden und so weiter. Als letztes haben wir noch den Installer. Da werden bestimmte Sachen angegeben, die da bleiben praktisch. Das ist in meinem Fall zum Beispiel die LCD Density. Ich habe heute Vormittag geschwind den neuesten Paranoid Android Build probiert. Das ist Paranoid Android 4.4 Beta. Wirkt sehr gut. Ich habe sie noch nicht ausführlich getestet, weil ich brauchte mein Handy dann und bin mit der Carbon im Augenblick sehr, sehr gut bedient. Ich habe da keine Reboots oder ähnliches. Insofern habe ich es mir runtergeladen, hatte es kurz installiert, habe aber das Backup wiederhergestellt von der Carbon-ROM, einfach weil ich das Handy eben heute brauchte und sicher gehen musste, dass es funktioniert. Paranoid Android werde ich dennoch nochmal ausprobieren. Für mich war einfach interessant, dass ich die LCD Density über diesen Installer festgelegt hatte und die Paranoid Android nach dem ersten Booten auch mit einer DPI von 320 daherkam. Ja, das war im Großen und Ganzen alles, was ich über die neueste Carbon-ROM sagen kann. Wie gesagt, funktioniert für mich sehr gut, laggt nicht, ist unglaublich smooth, funktioniert für mich einwandfrei. Ich weiß nicht, ich habe heute im Forum gelesen, dass jemand da Probleme hatte. Ich muss dazu sagen, aber ich habe auch eine absolut saubere Installation gemacht. Also ich habe es installiert und habe jede einzelne App aus dem Play Store neu installiert. Das Einzige, was ich gemacht hatte, war, dass ich die Daten von bestimmten Apps wiederhergestellt habe. Ihr seht hier, das Handy läuft seit knapp 10 Stunden. Ich habe noch 41%. Ich hatte es dazwischen allerdings auch mal aus und wie gesagt, ich habe die Paranoid Android zwischendurch geflasht noch. Genau. So sieht's aus. Da komme ich nicht zurück. Danke. Danke fürs Zuhören. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Habt ihr Fragen? Wollt ihr irgendwas wissen? Schreibt es unten in die Kommentare. In dem Fall werde ich euch natürlich schnellstmöglich antworten. Gerne könnt ihr mir natürlich auch auf Google Plus Kommentare oder Fragen hinterlassen, beziehungsweise schaut auf meinem Blog vorbei. Und drittes in der Reihe, wir haben ein neues Projekt gestartet, nennt sich Prostata Brothers, kann auf YouTube jederzeit eingesehen werden. Link poste ich unten in die Kommentare. Wer Interesse hat, schaut einfach mal rein. Danke fürs Zuhören, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis demnächst.